Gott sei Dank, dass dieses dumme, dumme Schwein endlich weg ist. Ach, dass ich wieder allein bin. Heute Abend war Klaus Dieter bei mir und er stand ganz nackend über mir. Und unter dollem, dollem Gekreische schwang er seine Lederpeitsche. Und wie er stand so über mir, sein Schwanz vollführte eine Kür, da fasst ich ihn, oh welche Lust, an seine weiche Homobrust. Oh, Frau Dieter, du bist schon, oh, du bist mir so einer. Heute Abend war Klaus Dieter bei mir und ich hab den Arsch ihn hingestreckt. Und als mein Arschloch dem Arschloch nicht mehr reichte, schwang er schon wieder seine Peitsche. Und wie er an die Zone kam, die man so nennt, Eroiger, da wichste ich ihm, oh wie Barsch, die ganze Soße in den Arsch. Dieter. Heute Abend war Klaus Dieter bei mir und auch Detlef, Jopi und der Chris. Zuerst hat Jopi den Detlef in den Schwanz gebissen. Darauf hat Chris ganz einfach auf den Tisch geschissen. Das war eine Party, wie im Traum. Wir wichsen kalten Bauernschaum. Darauf rutscht Detlef plötzlich aus, bricht sich den Schwanz und ging nach Haus. Das war eine Party. Oh.